So einen Konkurrenzcharakter habt ihr auch immer, ne? Wo ihr gegeneinander spielt, in vielen Spielformen. Ja, also wir versuchen die Mannschaft natürlich immer wieder zu mixen, dass auch die Mädchen untereinander ja nicht immer zusammenspielen, weil wenn man einfach die Gruppen sagt, stellt euch mal zu viert auf, dann sitzen immer die gleichen vier. Man muss halt der Trainer wirklich aufpassen, dass man da jongliert und immer gleich starke Einheiten schafft. Wenn du jetzt mal so von dir selbst so ein paar Trainingseinheiten nacheinander siehst, ne? So über 2, 3 Wochen hinweg, dann reden wir von 4 bis 6 Trainingseinheiten, würdest du sagen, dass du ganz, ganz viele unterschiedliche Übungen machst oder sind das eher weniger Übungen? Nee, für mich sind eigentlich wichtig, dass die Übungen funktionieren und lieber weniger Übungen als viele Übungen. Die Mädchen müssen das lernen und es geht eigentlich um die Knotenpunkte. Klar muss man immer wieder was Neues bringen, damit die Mädchen nicht die müssen mit Spaß zur Halle kommen, das ist erstmal wichtig. So, aber um etwas einzuschleifen, wir sagen das mal einschleifen, um wirklich einen Knotenpunkt einzuschleifen, ist es wichtiger, mit einer Übung immer zu arbeiten, als wenn man da streut. Genau, kleine Variationen kann man immer reinbringen genau. In solche Übungen. Ich habe den Begriff Lauern oft gehört heute im Training. Was meinst du da? Du hast es immer wieder zugerufen. Unsere Mädchen wissen, was damit gemeint ist. Oftmals stehen die Mädchen aufrecht und beobachten eigentlich gar nicht richtig, sind ein bisschen abgelenkt. Da muss man immer wieder dieses Wort Lauern reinrufen. Mit diesem Wort Lauern wissen sie gleich, was der Trainer damit meint, dass die wieder wach sind, gucken, sich bewegen, die richtige Körperposition aufnehmen und die richtigen Laufwege ansprechen. Lauern, 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 lauern! Da lauert keiner von euch beiden. Aufpassen! Wieder lauern, Schritt vor, Schritt vor. Gut, ist okay.